Einigen von euch wird ja aufgefallen sein, dass diese Woche am Dienstag kein Video erschienen ist. Und das hat einfach den Grund, dass sich meine Videofrequenz jetzt in Zukunft auf ein Video pro Woche reduzieren werde. Das hat einfach den Grund, weil ich dem Kanalnamen wieder etwas mehr gerecht werden will. Und ich möchte mir einfach wieder mehr Zeit fürs Bild und mehr Zeit für bestimmte Themen, auf die ich mich dann in der Fotografie konzentrieren möchte. Diese Mehrzeit möchte ich mir einfach nehmen und deswegen die Entscheidung, nur mehr ein Video pro Woche zu produzieren. Kann sein, dass gelegentlich mal ein zweites dazu rutscht, aber die Frequenz wird jetzt mal generell auf ein Video pro Woche reduziert. Und die Idee dahinter ist einfach, ich suche mir jede Woche ein Thema. Mit diesem Thema beschäftige ich mich eine Woche intensiv, sowohl fotografisch, mache aber dazu auch dann ein Video. Und dieses Video gibt es dann eben am Freitag, so wie eben heute. Und dann haben wir, denke ich, eine wesentlich intensivere und qualitativ höherwertigere Auseinandersetzung mit einem fotografischen Thema. Erstes Thema, das ich mir jetzt hier ausgesucht habe, ist das Thema Wald. Ich habe natürlich schon öfter Videos zur Waldfotografie gemacht, habe mich aber noch nie so wirklich eine Woche intensiv nur mit dem Wald auseinandergesetzt. Ich starte jetzt hier mal an einem meiner liebsten Waldstücke an der Eist im Mühlviertel. Und ja, ich weiß noch nicht, wo es mich diese Woche noch hintreiben wird. Euch zeige ich aber jetzt schon einen kleinen Überblick, was euch in diesem Video erwartet. Und dann suche ich mir hier mal ein erstes interessantes Motiv und schau mal, was ich mit den schönen, großgewachsenen Bäumen hier an Fotos so gestalten kann. Wie ihr erkennen könnt, bin ich jetzt hier runter zum Wasser. Ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen hier herumspaziert mit meiner Kamera und habe verschiedene Dinge mir angesehen, verschiedene Bildaufbauten probiert. Was ich dann so immer mache, ist einfach auch, ich gehe einfach herum, drehe mich um meine eigene Achse, schaue mir die Gegend sehr gut an und achte einfach darauf, was meinen Blick fesselt, ganz spontan. Und wenn das dann passiert, dann versuche ich eben herauszufinden, ob es dort eine mögliche Bildkomposition gibt. Und das habe ich jetzt hier gemacht. Und zwar dieser Baum hier gegenüber, den ihr hier sehen könnt, der so ins Wasser oder übers Wasser reinhängt, der hat jetzt hier meinen Blick gefesselt. Der ist nach oben relativ schön mit Moos bewachsen. Und da möchte ich mir jetzt mein erstes Bild hier hin machen und da hole ich euch jetzt mal in der Kamera hier dazu. Wird ein hochformatiges Bild. Ich habe mir das vorhin schon ein bisschen angesehen und ich hole euch jetzt hier einfach mal in der Kamera dazu. Also, ihr könnt eben jetzt hier gegenüber diesen Baum sehen, der hängt hier so über den Fluss und der ist eben nach oben hin schön mit Moos bewachsen. Und warum ich jetzt hier ein hochformatiges Bild mache, hat einfach den Grund, ich möchte den Baum oben relativ viel drauf haben und möchte aber, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann könnt ihr sehen, kommen diese Steine hier in den Vordergrund. Und diese Steine, also diese hier, die hier so in einer Reihe liegen, diese Steine möchte ich als Führungslinie hin zum Baum nutzen. Wenn ich jetzt hier etwas nach links gehe, könnt ihr sehen, dass mir die Steine dann am Baum vorbeiführen. Das heißt, ich gehe hier wieder etwas zurück nach rechts und dann variiere ich einfach mit meiner Höhe, was mir besser gefällt. Ja, und ungefähr so drehe ich mir dann den Baum noch ins Bild hinein und ungefähr so werde ich mir hier mein Bild machen. Das ist eigentlich das Ganze,
Der ganze Zauber bei diesem Foto, ein paar Steine im Vordergrund, das Wasser dazu und im Hintergrund eben ein Baum, der relativ interessant gewachsen ist und durch seine Moosbewachsung durchaus auch einen interessanten Charakter aufweist. Worauf ich wieder achte, ist, dass ich nicht so viel vom Himmel rauf bekomme. Der Himmel ist halt relativ bewölkt. Das sorgt dafür, dass ich sehr gleichmäßiges Licht hier im Wald habe. Das heißt, ich habe relativ viel Zeit zum Fotografieren, aber er ist natürlich auch sehr unspannend, der Himmel. Deswegen möchte ich ihn hier so weit wie möglich ausblenden. So, jetzt wird hier fotografiert und dann schauen wir mal, ob wir so ein richtiges, pures Baum-, Wald-, Stein- und Moosfoto zustande bringen. Ich bin jetzt hier eine ganze Weile so zwischen den Bäumen und den Steinen herumgestreift, weil ich wollte einfach jetzt hier ein Bild machen, wo ich eben den Charakter dieses Waldes abbilde. Und der Charakter dieses Waldes sind eben diese hochgewachsenen Nadelbäume in dem Fall und die moosbewachsenen Granitfelsen, die hier im Wald herumliegen. Prinzipiell kann man natürlich relativ schön abstrakte Waldbilder machen, wo man einfach sich einen Ausschnitt der Bäume vornimmt, die eben so gerade wachsen, ist immer ein interessanter Blickfang. Ich wollte aber hier irgendwie etwas mit Tiefe, ja, und auch ein sehr reduziertes Bild. Und jetzt bin ich hier auf diesen Platz gestoßen und was ihr hier sehen könnt, ist eben, ich habe hier diesen, in der Mitte diesen Baum hier. Der wächst mir hier zwischen den Felsen hier heraus. Und ja, diesen Baum habe ich jetzt in der Kamera so positioniert. Da hole ich euch jetzt hier mal direkt dazu. Und ihr könnt jetzt hier eben sehen auf dem Display, beziehungsweise im Bild, dass ich den Baum jetzt hier im linken Drittel positioniert habe. Und aktuell filme ich hier mit ungefähr 25, 26 mm Brennweite. Das heißt, ich habe den Stein links und den Stein rechts hier. Die beiden habe ich so ein bisschen als Führungslinie. Ein bisschen ist gut gesagt, eigentlich als sehr intensive Führungslinie hinein ins Bild. Den Baum hinten könnt ihr sehen, der ist im linken Drittel positioniert. Und ja, so habe ich für mich jetzt mal einen Weg gefunden, dass ich eben die Bäume, den Wald und die Felsen in einem abbilde, um einfach ein bisschen den Charakter dieses Waldes zu zeigen. Was mir jetzt hier noch nicht gefällt, ist dieser Bereich hier, den ihr hier sehen könnt. Der ist sehr, sehr dunkel und der säuft mir hier fast ab, denn ich muss natürlich auch, ist zwar nur ein kleines Eck, aber da oben habe ich noch ein bisschen Himmel mit drinnen. Ich muss natürlich auch auf diesen Himmel hier achten. Deswegen muss ich mit der Belichtung relativ stark runtergehen. Dieses Eck werde ich sicher irgendwie herausbekommen in der Nachbearbeitung. Zur Not schneide ich es ein bisschen zu, das Bild. Aber ich will ja, wenn möglich, schon beim Fotografieren möglichst viel an Bildinformation richtig auf den Sensor bringen. Deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir hier hinten mein Videolicht positioniert. So, und das schalte ich jetzt mal ein. Das kann man natürlich vorne von der Kamera her nicht sehen, aber ich denke, man kann schon den Unterschied ganz gut erkennen. Jetzt habe ich hier eine ganz andere Lichtstimmung hinten in dieser Nische, wo eben der Baum hier vorne herauswächst. Und der Baum hebt sich jetzt auch wesentlich besser vom Hintergrund ab, weil ich eben dadurch, dass ich jetzt das Licht eingeschaltet habe, gehe von dieser Seite rüber, habe ich hier, bekomme ich so eine leichte Lichtkante rein. Ein Rimlight, glaube ich, sagen die Porträtfotografen. In diesem Fall macht es auch nichts, dass das Licht ein LED-Licht ist, denn das Licht ist auf dem unruhigen Moos so zerstreut, dass das nicht weiter auffällt, dass es keine wahnsinnig weiche Lichtquelle ist. Ja, und mit dem Licht da hinten bekomme ich einfach wesentlich mehr Stimmung. Ich kann mit der Belichtungszeit
noch ein bisschen schneller werden und die Belichtung nach unten drücken. Dadurch verliert der Himmel, den man eben da hinten oben sieht, an Wirkung und das Bild erhält aus meiner Sicht so noch mehr Tiefe. Ja, das ist jetzt hier mein Bild für Granit und Holz in diesem wunderschönen Wald an der Est. Bevor ich jetzt hier meinen ersten Spot aus diesem Video verlasse, möchte ich mir hier trotzdem noch ein Foto machen, wo ich eben diese Bäume auch in ihrer Gesamtheit ein bisschen abbilde. Das heißt, ich möchte diese gerade gewachsenen Strukturen der Bäume abbilden und das Ganze möchte ich mit ein bisschen Tiefe versehen. Ihr könnt jetzt hier sehen, ich blende euch jetzt das mal ein, ich habe hier vorne im Vordergrund wird dieser Stein hier mit reinkommen und dann habe ich eben diesen Weg, der führt mir hier durch die Bäume durch und gibt mir damit eine sehr, sehr starke Tiefenwirkung ins Bild hinein und führt den Betrachter auch ein bisschen in den Wald hinein. Mal sehen, in der Nachbearbeitung kann es durchaus sein, dass ich mit Dodge & Burn Technik ein bisschen nachhelfen muss, was die Wirkung der einzelnen Bäume, des Weges und die hellen und dunklen Stellen betrifft, aber das weiß ich jetzt noch nicht. So, was mir jetzt hier auch wichtig ist, dass ich eben halbwegs ausgewogen das Bild komponiere. Das heißt, ich achte wieder darauf, dass die Bäume von euch aus jetzt gesehen, auf der linken Seite von mir aus gesehen, hier rechts, diese Bäume hier rechts und dieser Baum hier herunten, der müsste es sein, auf der linken Seite, dass der Abstand zu den Bildrändern halbwegs gleich ist. Das nächste, worauf ich achte, ist, dass ich nicht zu viel Himmel mit rein nehme, weil eben, wie schon gesagt, der Himmel heute etwas unspektakulär ist. Aber durchaus gleichmäßiges Licht, durchaus interessant zu fotografieren. Ja, und da mache ich mir jetzt das letzte Foto dieses Spots. Dann blende ich euch jetzt hier mal die Bilder von hier ein und dann geht's weiter zu unserem nächsten Waldstück. Ja, hier bin ich jetzt an meinem nächsten Spot. Der hat sich jetzt eher zufällig ergeben, weil ich, wie ich in der Früh aus dem Fenster rausgeschaut habe, gesehen habe, dass es neblig ist. Es ist relativ kalt, könnt ihr an meinem Atem sehen, aber der Wald ist eben noch so ein bisschen in Nebel gehüllt und diese Stimmung hier gefällt mir einfach irrsinnig gut. Und diesen Platz habe ich auch gezielt jetzt ausgewählt. Ich habe gesehen, es ist Nebel. Oben, also ich wohne ja unten an der Donau und ich muss hier ungefähr 100 Höhenmeter rauf. Oben hängt noch der Nebel im Wald drin und ich habe mir gedacht, hier an diesem Platz möchte ich her spazieren und möchte mir hier jetzt einfach ein, zwei Bilder machen von diesem Jungwald hier, der eben hier in Nebel gehüllt ist. Da hinten kommt die Sonne und ich schaue mir jetzt gemeinsam mit euch einen Bildaufbau durch die Kamera an und dann sehen wir uns beim nächsten Spot. Hier könnt ihr jetzt also diesen ganz, ganz einfachen Bildaufbau sehen. Prinzipiell wird die Stimmung natürlich hier absolut vom Nebel geprägt, aber ihr könnt sehen, ich habe diesen einen Baum hier in der Mitte positioniert und links und rechts achte ich einfach wieder darauf, dass der Abstand halbwegs gleich bleibt zwischen dem linken Rand und dem rechten Rand zum ersten Baum hin. Ja, und so kann ich mir hier jetzt verschiedene Varianten machen. Ich mag es ganz gern, wenn ich ein bisschen Vordergrund, so wie hier mit dem Boden drinnen habe. Vielleicht gehe ich auch noch etwas weiter runter. Auf jeden Fall ein bisschen Vordergrund mit Boden. Im Hintergrund der Nebel, der das Ganze in eine eigene Stimmung taucht. Und dazwischen oder als Hauptmotiv im Mittelgrund eben die gerade
gewachsenen, jungen Bäume hier, die hier noch vom Nebel eingehüllt sind. Waldfotografie wird heute hier im Nationalpark Kalkalpen sein. Und ja, der Nationalpark Kalkalpen ist eine traumhaft schöne Wander-, Bergsteiger- und Freizeitregion hier im Ennstal. Und da bin ich eben heute hier nach Reichraming hereingefahren und hier gibt es so einen Rundwanderweg und das Ganze nennt sich hier im Tal des Holzes. Und Holz hat natürlich sehr viel mit Wald zu tun. Und ich möchte mir gemeinsam mit euch auf diesem Rundwanderweg anschauen, was es zu entdecken gibt, aber vor allem, welche interessanten Waldmotive wir hier finden können. Also kommt mit ins Tal des Holzes. Ich bin mir sicher, wir werden einige interessante Dinge entdecken. Seht euch mal diese wundervoll moosbewachsenen Baumstämme, abgestorbenen morschen Bäume an, die hier so über den Bach drüber hängen. Und das ist das, was Waldfotografie für mich ausmacht. Das sind die Motive, die ich suche, wenn ich im Wald fotografiere. Und das sind die Motive, die ich einfach irrsinnig spannend finde. Solche Motive wie diese moosbewachsenen Bäume hier, die findet man vor allem in Bach- und kleinen Flusstälern, wo eben relativ viel Schatten auch ist. Das heißt, es ist einfach durch den Schatten und durch das Wasser, das durchfließt, sehr viel Feuchte. Und durch diese Feuchte und durch den Schatten bilden sich dann eben diese schönen Moosbewachsungen auf den Baumstämmen. Und hier gibt es hier den ganzen Bach entlang diese moosbewachsenen Bäume. Schaut absolut genial aus, hat schon ein bisschen einen Urwaldcharakter, gefällt mir riesig, gefällt mir sehr, sehr gut. Und da möchte ich mir jetzt hier meine ersten Bilder hier herinnen machen. Ihr könnt sehen, diesen Ast hier, der hier über meinen Kopf drüber hängt, ich mache mir jetzt hier mal als erstes so ein Bild dieser, ja, dieses Baumgewächses hier, wo ich einfach einen Eindruck mitnehme, wie das Ganze hier ausgesehen hat. Dafür nutze ich diesen Ast jetzt hier als Umrahmung. Ich nutze diesen Baumstamm hier als Führungslinie in die Tiefe rein. Und dann muss ich mir eben anschauen, wie ich mit der Belichtung tue, damit eben die einzelnen Bäume besser herauskommen, die moosbewachsenen Bäume sich besser vom Hintergrund abheben. Das heißt, kann dazu führen in der Nachbearbeitung, dass ich in Lightroom wieder ein bisschen mit Aufhellen und abdunkeln die verschiedenen Teile des Fotos eben hervorhebe oder zurücktreten lasse. Ja, so mache ich mir hier jetzt mal ein erstes Bild, wo eben dieses ganze Ensemble, wenn man so will, drauf ist. Und dann gehe ich näher ran und tauche hier so ein in dieses Gewächs und mache mir hier dann noch verschiedene Detailaufnahmen. Da lasse ich euch aber auf jeden Fall jetzt mal gleich durch die Kamera schauen. Ja, ich habe jetzt hier einige Nahaufnahmen gemacht und auch sehr herumexperimentiert und habe dann auch die Kamera von meinem Stativ genommen und habe mir wirklich Zeit fürs Bild genommen. Und ja, es ist trotzdem ein sehr unruhiges Motiv. Ich habe aber jetzt für mich gefunden, und das habt ihr euch vielleicht bereits schon gedacht, dass ich mit einer Hochformataufnahme, wie ihr sie hier jetzt sehen könnt, für mich hier ein ansprechendes Bild zustande bringe. Ich habe hier diesen Ast hier als Führungslinie rein ins Bild. Ich habe dann die Äste hier über mir, also den Baum, der hier so in einen Bogen reinwächst. Das heißt, links oder von euch aus gesehen, rechts unten im Bild, kommt dieser Ast raus
begleitet von diesem Ast ins Bild und das ganze Bild wird aber dann eingefangen, das heißt ausgeglichen für mich, dadurch, dass ich einfach da oben diesen Bogen mit reinnehme und da rauslaufen lasse. Ihr könnt jetzt hier noch diesen moosbewachsenen Ast hier sehen. Worauf ich hier jetzt achte, ist, dass der rechts oder von euch aus gesehen links, dass der von euch aus gesehen links aus dem Bild rausläuft. Das heißt, ich möchte hier, wo der eben aufhört, möchte ich keine Luft dazwischen haben. Das heißt, der muss im Bild abschließen. Dann, was ich jetzt auch noch mit reinbringe, ist ein bisschen was von diesem kalkhaltigen, kalksteinigen Boden hier. Und dadurch bekomme ich im Hochformat jetzt ein sehr, sehr interessantes Bild und einen interessanten Eindruck, wie diese Gewächse hier aussehen. Ja, und in der Nachbearbeitung schaue ich dann, dass ich mit Dodge & Burn noch einiges raushole. Das heißt, meine Hauptbestandteile dieses Fotos hervorhebe und den Rest eben, den hellen Hintergrund vor allem, ein bisschen dunkler verschwinden lasse. Solche Ziele wie das jetzt hier herinnen im Nationalpark Kalkalpen ja auch ein bisschen immer aus, wo ich etwas Interessantes neben der Natur, neben den Bäumen auch noch entdecken kann. Und das, was ihr jetzt hier sehen könnt, dieses weiße Gebäude hier, das ist die sogenannte Weißenbachkapelle. Diese Weißenbachkapelle ist 1828 erbaut worden. Und das war in der Zeit, als in Reichraming, also hier im Ennstal, eine große Messingschmiede errichtet wurde. Dadurch kamen immer mehr Arbeiterfamilien ins Tal und dann bildete sich hier in diesem Weißenbachtal, also der Bach, den wir hier entlang wandern, ist eben der Weißenbach, dann bildete sich hier so eine kleine Siedlung, ein Dorf. Dieses Dorf ist aber 1960 dann verschwunden und ja, wahrscheinlich, weil die Menschen abgesiedelt sind, und einfach die Arbeitsplätze vielleicht auch verloren gegangen sind. Das steht hier nicht auf der Tafel. Aber die letzten Überbleibsel oder das letzte Gebäude, das es hier eben dann noch gibt, ist diese Weißenbachkapelle. Und da wurden eben über Jahrzehnte oder vielleicht sogar von 1828 weg Jahrhunderte Hochzeiten gefeiert, Totenwachen abgehalten. Und das in diesem wunderschönen Ambiente hier im Nationalpark Kalkalpen. Absolut interessante Gegend, schöne Natur, schöne Wälder, aber auch sehr viel Geschichte und Kultur. Und das macht für mich eben die Fotografie neben der reinen Fotografie dann auch noch so spannend. Ich bin jetzt hier an so einer Waldschneise vorbeigekommen und die fällt hier relativ steil bergab und da möchte ich mir jetzt ein ganz simples, reduziertes, fast ein bisschen abstraktes Bild machen, wo ich die Waldschneise in der Mitte habe und die beiden Wälder in dem Fall, die Buchenwälder, eben dann links und rechts emporwachsen lasse. Dazu muss ich das Stativ hier etwas nach vorne holen und ich schaue mir den Bildaufbau kurz mit euch durch die Kamera an. Ja, also darunter könnt ihr jetzt diese Schneise sehen und es ist ein relativ einfacher Bildaufbau. Es sieht fast so aus, wie wenn ich eine Spiegelung im Wald hätte, aber das ist es in diesem Fall nicht, sondern hier zieht sich einfach diese Schneise durch den Wald durch und links und rechts hat man eben diese Buchenwälder, die hier so ganz, ganz senkrecht emporwachsen. Einfaches Bild. Nehme ich mir aber trotzdem mit.
meinen Weg jetzt da runter zurück zum Auto und an dieser Stelle möchte ich auch das heutige Video schon wieder beenden. Am Ende blende ich euch jetzt noch einige Bilder ein, die auch noch während dieser Woche Waldfotografie entstanden sind. Also schaut euch die noch an. Mich hat es sehr gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, das würde mich riesig ehren. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese neue Herangehensweise an meine Videos, an meine Fotografie, an die Themen so findet. Würde mich eure Meinung sehr interessieren. Ja, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, nächsten Freitag mit einem neuen Thema. Ich freue mich auf euch. Bis dahin alles Liebe und bleibt gesund. Ciao.